Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist vom guten Dark Moon. Was wäre, wenn Son Goku gegen Bills den Super Saiyajin 4 gelernt hätte, statt den Super Saiyajin Gott? Hierbei ist es ja wieder Meinungssache. Die einen glauben, der Super Saiyajin 4 stärker, die anderen glauben, der Super Saiyajin Gott ist stärker. Bei mir ist es inzwischen teils, aber ich erkläre es euch erstmal. Den Super Saiyajin Gott gegen Bills, wo er die Super Saiyajin Energie der anderen erhalten hat, fand ich milliardenmal stärker als der Super Saiyajin Gott, wo er mit Hit zusammengearbeitet hat. Man sieht das ja allein schon im Kampf, wie viel Kraftunterschied die beiden haben. Beim Hit-Kampf wurde er ja sogar von Dispo zurückgeschlagen. Aber gegen Bills, wenn man sich den Kampf anschaut, liegen Welten dazwischen. Ich meine, die machen Faustschläge gegeneinander, dass die Schockwellen über das ganze Universum fegen. Und bei einem weiteren Faustschlag aufeinander hätten sie das Universum zerstört. Dies hat man ja nicht mal in Ansatz bei Vegeto als Super Saiyajin Blue gesehen. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Den Super Saiyajin 4 finde ich persönlich auch stärker als den Super Saiyajin Gott, aber nicht stärker als den Super Saiyajin Gott gegen Bills. Aber ist ja wie immer Meinungssache, nicht vergessen Leute. Bills war aber auch so Son Goku als Super Saiyajin Gott sehr überlegen. Er hat ja nicht ernst gemacht, sondern nur gespielt, wie Whis nach dem Kampf gesagt hat. Daher wäre es sicher beim Super Saiyajin 4 nicht anders, dass Bills mit ihm als Super Saiyajin 4 auf ein Level kämpfen würde. Und Son Goku hat einfach seine Art, dass er selbst Feinde zu Freunde macht. Daher denke ich, es hätte keinen Unterschied gemacht, da Bills sicher trotzdem die Erde nicht zerstört hätte. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!